Und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Jurassic World Evolution. Ihr seht einen Ladebildschirm und es geht auf die Isla Das Sorna. ist Isla Sorna. Hier müssen Sie sich um eine größere Landmasse kümmern. Mehr Möglichkeiten für Erfolg und unerwartete Ereignisse, die eigentlich nicht unerwartet sein sollten. Aber naja, so ist das eben. Aha. Okay, rennen dann hier irgendwelche komischen Saurier aus dem Dings raus, oder was? Dr. Malcolm kennt diese Insel nur allzu gut. Anlage B. Die Natur hat sich das ihre schon zum Großteil zurückgeholt. Es wird äußerst schwierig sein, diesen Ort zu zähmen. Und weil wir gerade vom Zähmen sprechen, hier sind ein paar wilde Attraktionen zu Hause. Und manche von ihnen haben auch richtig lange und scharfe Zähne. Lassen Sie sich von diesem Ort nicht täuschen. Denken Sie an den Central Park in New York. Was nach Natur aussieht, ist nur eine aufwendige Illusion. Auf dieser Insel laufen Dinosaurier herum, aber das kann nicht stimmen. Schließlich sind Sie doch eingesperrt, oder? Ihre Situation ist, genau wie Ihre Existenz, sowohl künstlich als auch real. Ein rekursiver Albtraum. Sie ist wie die Drachenkurve eine potenziell gefährliche Mandelbrotmenge. Fraktal, Fraktur, frakturiert. Alles leitet sich von dem lateinischen Wort rangere, brechen ab. Wie Sie sehen, sind Schöpfung und Zerstörung ein und dasselbe. Ach du Scheiße, okay. Also wir haben jetzt hier wirklich wild rumlaufende Saurier. Ich gucke mir das mir eben auf der Karte an. So, wir haben hier Stegosaurier. Viele. Sehr viele. Oh, lecco mio. Okay. Sicherheitszentrum. Oh, was ist das denn hier? Hören Sie, mir ist es egal, wie viele Gebäude wir haben, aber ich habe gelernt, dass weniger nie mehr ist. Hä? Mehr ist mehr. Also bauen Sie mehr, okay? Okay. Das ist jetzt mal was ganz Neues. Offensichtlich muss ich hier irgendwie ein bisschen anders spielen als bisher. Mal gucken. Ich schaue erstmal, was ich hier alles für Saurier rumlaufen habe. Sehr viele Stegosaurier, wie es offensichtlich aussieht. Und ein Spinosaurus ist hier auch. Okay. Ist ja witzig. Ist die Frage, wie macht man das hier dann? Zähmen und in irgendwelche Gehege reinsperren? Also irgendwie so in der Richtung? Keine Ahnung. Das wäre natürlich ein Mega-Gehege irgendwie. Aber finde ich schon faszinierend, wie sie das jetzt hier so gemacht haben. Das ist mal was ganz Neues. Okay. Aber ich muss ja schon mal sagen, rumlaufende Saurier finde ich persönlich nicht so hilfreich. Wir werden jetzt also erstmal hier ein fettes Gehege bauen. Zu nah am Dinosaurier, okay. So. So, das ist hier schon mal ein Anfang. Gucken wir mal, was wir hier zur Verfügung haben. Wir haben hier Forschungszentrum, Rangerstation, SU. Was haben wir denn hier? SU haben wir, aber keine Ranger. Okay. Das ist natürlich ein bisschen doof. Weil die Ranger brauchen wir auf jeden Fall. Dann setze ich die schon mal. Upsa. Setze ich die schon mal hier hin. Ohne Ranger geht es nicht, wenn wir hier unsere Saurier versorgen wollen. Und es geht natürlich dann auch nicht ohne Tor. Und es geht auch nicht ohne Futterstation. So, und dann brauchen wir natürlich jetzt erst einmal die einfachsten Sachen hier. Dass das aber auch immer erst irgendwie so falsch rum ist, finde ich auch irgendwie faszinierend. So.
Dann haben wir hier schon mal so ein bisschen einen Weg. So, wie fühlt ihr euch denn hier? Sie sind dafür verantwortlich, dass diese Tiere satt sind. Ja, das ist schon okay. Die müssen dann halt auch fressen gehen. Also, meine ja nur. Müssen die hier irgendwie was Spezielles fressen? Nee, der geht hier brav hin und futtert. Das ist schon mal gut. Okay, dann haben wir zumindest den wichtigsten Punkt schon mal irgendwie abgegrast. So, was haben wir hier? Brauche ich hier Sturmstationen? Wahrscheinlich schon, ne? Ich werde jetzt hier oben mal einen Schutzraum hinsetzen. Sicher ist sicher. Weil weiß man ja nie, was hier so alles passiert. Und dann sollten wir natürlich damit anfangen, unsere Gäste ein bisschen glücklich zu machen. Sowas wie Futter erstmal hier raushauen. Oder haben wir hier dafür Platz? Oh, warte mal, hier ist natürlich auch Platz für sowas. Das ist auch schön. Cool. Sehr gut. Das wird sofort genutzt hier. Die Gelegenheit. Wenn ihr schon hier zur Touristenfalle kommt, na Leute, dann ballern wir hier auch mal ordentlich was hin. Da reicht es dann auch, wenn wir hier ein großes Umspannwerk hinsetzen, oder? Reicht ein kleines? Müsste eigentlich auch reichen. Das ist dann auch schon mal ein Anfang. Ihr dürft dann hier auch gerne was essen, liebe Leute. Okay, was haben wir denn hier noch Schönes? Was braucht man denn hier noch? Spielhalle für den Spaß. Souvenirladen. Oh, das ist auch schon mal gut hier, so ein Souvenirladen. Ich dürfte hier gleich noch ein bisschen mehr einkaufen. So, und dann wollen wir mal so langsam anfangen, die ganzen Saurier einzusammeln. Oh ja, hier läuft ja einer rum. Ach du Scheiße. Plöcke Aufgabe hinzu. So, wo haben wir denn noch welche, die wir mitnehmen können? Aufgabe erhalten. Ah, ich glaube, ich muss unsere ACU-Einheit auch erstmal ein bisschen pimpen. Die sind wahrscheinlich noch nicht so super. Ja. Da holen wir mal ein bisschen Treffsicherheit rein. Und ACU-Planung. Ja, das ist eine gute Sache. Und Nachladetempo ist jetzt auch nicht verkehrt. War jetzt nicht ganz billig, das Ganze, aber es lohnt sich, wenn die ACUs schnell schießen und vor allem zielsicher schießen können. Das verbessert Problemfälle ganz enorm. So. Okay, den haben wir schon. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Wow, und hier sind richtig viele Besucher, du lieber Himmel. Leute. So, war hier nicht noch irgendwo so ein... Wir gucken mal ganz breit ins Gelände. Oh ja, hier Gyrostation wäre natürlich auch witzig. Aber ich glaube mal, wir machen hier noch so ein Ding hin.
Haben die Leute einfach einen guten Überblick über die Saurier? Ja, das läuft doch hier. Produkttransport im Gange. Na also. Fängt doch schon mal gar nicht so schlecht an. Oh, hier liegt schon der erste dann auch wieder rum. Okay, der ist betäubt. Super. Müsste ich hier nicht irgendwas zum Transportieren haben? Oder ist er abgesoffen? Ah, hier. Sieht man gar nicht. Bestätige und der soll dann bitte auch hier unterwegs rein. Um Produkt einzusammeln. Ist ja schon mal ein Anfang. Verdienen wir momentan überhaupt Geld? Ja, wir verdienen Geld. Das ist schön. Wir könnten hier natürlich noch irgendwie so eine lustige Touristenfalle reinsetzen. Wir bauen hier mal eine Bar hin. Bar ist gut. Die haben wir uns ja in der letzten Folge verdient. Durch unsere lustigen Arbeiten. So, warte mal. Produkt wird transportiert. Wie hast du denn hier gerade reingepasst? Da. So hast du gepasst. Okay. Sehr schön. Also alles sehr bunt hier. Sehr, sehr naturbelassen, sehr urtümlich. Finde ich aber auch cool irgendwie. Also ich finde das ganz schick so. So, Sturmwarn-Dingsbums haben wir hier. Ich habe allerdings keine Ahnung, ob hier tatsächlich Stürme durchziehen oder nicht. Das werden wir jetzt wohl wahrscheinlich irgendwann sehen. Der hier gefällt mir wirklich. Und ich glaube, dass er Ihnen auch gefallen machen wird. Wir gerne. Ich brauche nur erstmal so ein Zentrum. Müssen wir erst einmal bauen. Fossilienzentrum. Weil ich glaube, das haben wir nämlich auch noch nicht hier. Und ich glaube mal, dass ich hier auch noch ein bisschen wegterraformen muss. So diese interessanten Dinge hier. Okay. Lass uns erstmal ein neues Umspannwerk bauen. Das wir dann dezent hier irgendwo reinschieben. Oh ja, das passt hier super. Zustellung wurde abgeschlossen. Ja, kein Strom. Ach Leute, jetzt macht doch jemand keinen Stress. Oh, ich könnte hier eigentlich mal den Weg irgendwie verbessern. Der ist nämlich kacke. Oh ja. Ja, sorry Leute, ihr habt jetzt gerade mal keinen Weg. Leben ist scheiße, ich weiß. So, jetzt haben wir nämlich auch genügend Platz für unsere vielen Besucher, die hier durch die Gegend rennen. Sieht jetzt nicht toll aus, aber meine Güte, ne? Kann man nicht alles haben. Ist das denn hier normaler Weg schmal? Oh, warte mal. Den könnte ich eigentlich benutzen. Der ist nicht ganz so hässlich. Glück. Ja, ich weiß, dass da was fehlt. Oh, Gott, ist das doof. Okay, müssen wir nochmal neu bauen hier offensichtlich. Oh Mann, okay. So, und jetzt bauen wir nochmal schönere Verbindungen. Dann sieht es auch nicht mehr so doof aus.
Ja, kriegen wir doch hin. Also, schon sind die Besucher glücklicher, weil jetzt finden sie auch den Weg wieder. Oh Mann, was ein Krampf hier. Aber das ist jetzt alles nicht so schlimm. So, ihr dürft Saurier sehen, ihr seid glücklich. Sichtbare Saurier sind nur zwei. Okay, das ist ein bisschen wenig. Aber ich glaube, mal denen geht's ganz gut. Die mögen ihr Eckchen. So, dann holen wir doch noch ein paar mehr. Oh, was bist du? Spinosaurus? Was hast du für Eigenschaften? Okay. 0 bis 2. Also mehr als 2 dürfen da dann auch nicht drin sein. Okay. Naja, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich gestehe, ich mag so diese gut aufgeräumten Saurier ein bisschen lieber. Bestätigt. Bestätige Aufgabe. Einverstanden. So, dann haben wir hier noch ein paar. Wunderbar. Das ist ein Riesengehege hier. Also ich denke mal, die Leute können hier durchaus glücklich sein. Und wir werden relativ früh dann auch über irgendwelche Dinge nachdenken müssen. Wie zum Beispiel Grabungstempo. Oh, das ist jetzt auch witzig. Das hatte ich noch nicht. Oh, stimmt. Ich könnte ja hier demnächst dann auch forschen und so Sachen tun. Wenn wir denn unsere entsprechenden Gebäude dann mal haben. Fossilienzentrum brauchen wir auf jeden Fall auch. Hast du da hier irgendwo hin? Verbaut. Okay, liegt das jetzt hier irgendwie an den... Können wir das hier alles irgendwie flacher machen? Hm. Machen wir erstmal den Wald weg, sonst sehen wir hier nämlich nichts. Ah, okay, deswegen. Okay. So, mal gucken, wie wir das hier so hinkriegen. Ach, hier sind Seen. Ja gut, das ist ja kein Wunder. Das hieß es wohl mit... Oh ja, ihr müsst hier ganz, ganz viel terraformen. Kriegen wir hin. So, dann hoffe ich mal, dass ich hier mein Expeditionszentrum der Träume hinkriege. Nee, Fossilienzentrum. Oh, das ist schön. Das passt hier dann auch gut hin. Ja, wunderbar. So, dann gehen wir jetzt aber erstmal sammeln. Wichtige Dinge. Haben wir hier sicherlich noch ein paar neue... Oh, hier sind neue Spots. Cool. Sauropelta. Okay. Pentaceratops. Oh Gott. Apatosaurus. Okay, ist der dann apathisch oder was? Okay, das nehmen wir mal. Das klingt krank genug. Parasaurolophus Penta... oh Gott, die Namen. Sauropelta. Wir nehmen mal den Sauropelta. Das klingt witzig. Bin ich gespannt, was wir da so alles finden werden. So, wie sieht es mit Strom aus? Oh, der Strom sieht so ein bisschen schlecht aus. Muss ich hier irgendwas aufrüsten? Ja, muss ich. Wir hauen hier jetzt mal verbesserte Leistung drauf und reduzierte Unterhaltskosten. Alles, was uns weniger kostet, ist eine schöne Sache. So, jetzt haben wir wieder 16 Strom mehr. Das ist schön, weil wir werden ihn brauchen. Okay. Dann brauche ich hier jetzt noch ein Forschungszentrum. Ich glaube mal, das baue ich hier hin. Oh, ich würde mal wetten, dass das hier auch wieder irgendwie so leicht entwaldet werden muss.
Terrainbeschränkungen. Naja, gut. Machen wir das hier so hin. Gut. Toter Saurier. Okay. Schauen wir doch mal. Wo liegt denn hier ein toter Saurier? Ah, okay. Hier liegt ein toter Saurier. Oh, leck. Hatte ich vergessen, ihn mitzunehmen. Okay, der Nodosaurus ist lebensfähig. Das finde ich mal cool. So, dann nimm bitte mal den hier mit. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Und den bitte auch wieder ins Gehege. Dann haben wir hier nämlich bald eine richtig schöne Gruppe. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Die können sich dann auch gar nicht so gut verstecken, dass ich sie nicht finden würde. Also. Puh. Wir haben hier doch einiges. Oh, oh, Leckum hier. Okay, Tropensturm. Wir öffnen mal den Schutzraum. Okay, Tropensturm. Da war doch was. Wir brauchen also doch Sturmabwehrgebäude. Okay, okay, das war beeindruckend. Transport im Gange. Noch ein toter Saurier? Wie viele gibt's denn hier? Okay, ich glaube mal, dass der ist jetzt weg. Oh, das ist ja auch ganz schön mies, das Wetter. Eieiei, okay. Hoffen wir mal, dass das Ding hier rechtzeitig fertig wird. Hier ist es etwas unerfreulich. Ja. Sind die hier noch drin? Na, zumindest zum Teil. Na, bei dem miesen Wetter hier kein Wunder. Da würde ich mich auch lieber im Bunker verstecken, aber das Wetter ist jetzt nicht ganz so mies wie gedacht. Also, es ist glücklicherweise nicht ganz so finster wie auf der Isla Peña. So, das miese Wetter haben wir abgehakt. Jetzt dürfte auch wieder rauskommen. So, Fossilienzentrum. Haben wir Dinge gefunden? Ja. Oh, was ist das denn hier? Palladium. 400.000 Dollar. Okay, nehmen wir. Das ist auch schön. Sauropelter. Oh, der sieht ja auch witzig aus. Okay, Sauropelter nehmen wir. Karmasaurus. Okay. Und Stegosaurus. Oh, das ist schön. Da können wir dann auch gleich was mitnehmen. Und wir können Dinge forschen. Ich werde jetzt erstmal mit den medizinischen Forschungen anfangen. Dass wir möglichst schnell unsere Saurier auch gesund halten können. Und die restlichen Dinge, die schauen wir dann in der nächsten Folge. Huch. Dieser neue Auftrag könnte sich für die Sicherheitsabteilung als wertvoll erweisen. Okay. Oh, bis 20 Millionen haben wir noch ein bisschen was zu tun. Aber das kriegen wir hin. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, wie viele Saurier seht ihr denn hier gerade? 6, das ist ja schon mal ein Anfang. Oh, hier sind 238 Leute drin. Okay, wo passen die denn alle hier hin? Da müsst ihr aber ganz schön dicht gepackt stehen, Leute. Ha, egal. Also, ich war schon gerade dabei, mich zu verabschieden. Danke, dass ihr wieder reingeguckt habt. Ich bin gespannt, was wir aus diesem Park hier machen können. Ich hoffe natürlich coole Dinge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht es gut, ihr Lieben. Bis denn und tschüss.